Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir machen weiter mit Darkness Vault. Und diesmal hoffentlich nicht mit Sterben. Ach komm schon. Diesmal hoffentlich nicht mit Sterben. Diesmal speede ich ja auch nicht so unbedingt lang. Mein Sound ist laut. Denn diesmal muss ich den Part nicht noch schnell aufnehmen. Oh, schön blaues Herzchen. Sehr geil. Oh, das da oben ist ein Special-Raum, wie es aussieht. Okay. Ja. Nice. 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 Aua. Scheiße. Es war unerwartet. Nein. Ich will das TNT-Fass behalten. Okay. Rüberschieben zu dem blauen Stein. Komm schon. Noch ein Stück. Noch ein Stück rüber. Reicht. Toll, eine Kiste. Okay, Bombe und Schlüssel immerhin. Wir gucken mal eben da oben in den Raum rein. Wird wahrscheinlich ein Bücherraum sein, ne? Ja. Guck aufs Sinn, was bekommen wir? Eine Bombe und How to Jump. Yeah! Egal, wir die Bücher schön aufnehmen, aufsammeln. Hier mal eben sprengen für den Geheimraum. Was? Okay, da mal eben nicht sprengen für den Geheimraum. Ja, ich werde die Bücherwurm-Transformation gern haben. Ist nämlich eigentlich recht stark. Manchmal zwei Tränen schießen ist schon ganz cool. So, erstmal Schaden zufügen, damit wir mehr Damage bekommen. Und, und Larry Jr. wegklatschen. Nein! Das war dumm. Aber wir kommen ein blaues Herzchen wieder und Belly Butt. Itchy Tasty, Laus, die Laus. Was macht die Laus nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Shit. Egal. So, jetzt gerne wieder ein rotes Herzchen irgendwo herbekommen, damit wir uns vor dem Boss heilen können. Um den Damage Boost zu bekommen. Wäre schon recht geil, muss ich sagen. Da ist ein rotes Herzchen, sehr schön. Okay, die besiege ich mal schnell so. Wegen den Steinstatuen. Okay, dich besiege ich auch so. Nice. Ah, Itchy Taste macht, wie es aussieht. Die feindliche Spinne zu unseren Spinnen. Das ist ganz geil. Bekommen wir Geld? Ja, Geld. Okay, nicht immer, wie es aussieht. Okay, ich weiß nicht, was Itchy Taste wirklich macht. Huh. Ich weiß auch nicht, was das Trinket macht. Oh, ich muss mir die ganzen Trinkets durchlesen. Ich habe halt so manche Standard-Trinkets, die ich gerne mit... Trinkets. Trinkets. Die ich gerne... Oh, verdammt, ich hab vergessen. Egal. Der war auch so easy weg. Meine Standard-Trinkets, die ich gerne mitnehme. Range und Luck-Up ist schön. Was haben wir hier? Das sind schöne Items. Das nehme ich mit. Wir versuchen mal Guppy zu werden, auch wenn ich jetzt nur ein blaues Herzchen habe. Was nicht so geil ist. Vielleicht ist im Shop 1. Das wäre schon ganz gut. Okay, die Map, die ist auch ganz nett. Sprengen wir mal hier. Bekommen leider kein Geld. Sprengen wir mal hier für den Geheimraum. Wir bekommen 5 Münzen. Okay, jetzt fehlen noch 3 Münzen. Ich glaube, das versuchen wir noch irgendwo her zu bekommen. 3 Münzen wären schon ganz geil. Muss ich ja sagen. Okay, ich glaube, die bekommen wir hier. Wenn in den Kackhäufchen nichts drin ist, dann ist echt... Oh. Dann bin ich unlucky. Dann bin ich sehr unlucky. Komm, 3 Münzen müssen in den ganzen Kackhaufen doch locker drin sein. Komm. Dein Ernst? Ich will doch nur 3 Münzen. Gib mir 3 Münzen. Eine. Okay, 1. Eine haben wir schon mal. Okay, den Kackhaufen zerstören wir auch. Nicht, dass ich da noch reinlaufe. Okay, nur noch 2 Münzen fehlen uns, Leute. Nur noch 2 Münzen. Komm schon. Ja, nice. Okay, schön. Die Map will ich nämlich sehr gerne mitnehmen. Die Map ist schon ein schönes Item. So sehen wir jetzt immer, wo wir hin müssen. So gesehen. Also wir müssen einfach nur zählen. Oder gucken, wo der längste Weg ist. Der längste Weg führt nämlich zum Boss. Und das ist da oben lang. Okay. Das ist doch locker nicht der Shop, oder? Ist doch locker wieder ein Special-Raum. Vielleicht mit Büchern, damit wir die Bücherwurm-Transformation bekommen. Das wäre ja schön. Das wäre echt schön. Ich glaube, Itchy Tasty macht, dass wir... Oh, Bomben brauchen wir dafür, okay.
Macht, dass wir manchmal gegnerische Spinnen in unsere Spinnen verwandeln. Zwei Trollbomben, toll. Manu. Okay, ein Kampfraum, in dem ich aber glaube ich nicht reingehe. Obwohl, das ist ein Kampfraum, ganz normaler Kampfraum, ne? Ohne Bosse. Könnte man eigentlich machen. Je nachdem, was da drin auf uns wartet. Eine normale Kiste, nee. Obwohl ich für die Bomben halt eigentlich ganz gerne machen könnte. Machen würde. Aufpassen. Die Homing-Shots sind schon... Krass. Okay, zwei Schlüssel. Wir könnten in den Shop und gucken, ob da eine Bombe im Angebot ist. Oder auch so eine Bombe holen. Nein, aber ein blaues Herzchen, oder? More Options. Oh, ich will more Options haben, Alter. Ich will more Options. Und eine Bombe. Lol. Da waren zwei Gegner rausgekommen aus dem Dings. Habe ich nicht gesehen, echt. Nicht gesehen. Na. Okay, wir gucken mal weiter. Da unten lagen noch Münzen. Ich will more Options haben. Und gerne das blaue Herzchen. Okay, hier sind nochmal zwei Münzen drin. Das heißt, wir können uns more Options schon mal holen. Da charge der auf einmal auf mich zu. Kann er es wagen? Ist besiegt. Nice, auch besiegt. Der ist weg. Oh Gott. Der ist auch weg. Okay. Nice. Komm. Zwei Bomben. Sehr gut. Sehr, sehr geil. Ich glaube, ich spreng mir das hier auf. Ein Bettchen. Wir können hier erstmal drin schlafen, um drei blaue Herzen zu bekommen. Sehr geil. Das ist sehr, sehr geil. Oh, schön. Jetzt brauchen wir noch Münzen, ne? Noch fünf Münzen brauchen wir. Wir haben ja Zeit, wir müssen ja nichts erreichen. Das ist schön. Oh ja, okay, wir haben fünf Münzen. Indem wir uns jetzt noch die zwei holen, die es dort hinten gab. Da komme ich nicht ran, doch, da komme ich ran. Ich glaube, das mache ich ja auch. Ja, doch, doch. Zack, was haben wir hier? Geld und Bombe, schön. Und Schlüssel. Das heißt, ich verschwende hier meine Bombe gar nicht. Sondern dort oben. Für den blauen Stein, genau. Und wir holen uns erstmal das beides hier. Sehr gut. Sprengen das und das, um den Devil Deal zu erhöhen. Genau. Die Chance. Und hier nochmal, um eine Bombe zu bekommen. Kein blaues Herzchen, dein Ernst. Okay, aber wir haben fünf blaue Herzchen, das ist okay. Und wir bekommen noch ein gratis Devil Deal Item. The Fallen droppt nämlich immer ein Devil Deal Item. Oh Gott. Okay, wir nehmen mit. Weiß ich noch nicht. Hier haben wir Krampus, okay. Au. Oh, wie soll ich das denn machen? Oh Gott, ey, da habe ich extra Schaden genommen jetzt. Okay, ich glaube, wir scheißen auf den Razor Blade und nehmen lieber The Nail mit. Denn das gibt uns ein blaues Herzchen und auch Damage ab, wenn wir es einsetzen. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Der Boss dürfte eigentlich da unten sein, oder? Okay. Okay, schön, zwei Münzen, super. Oh, wir haben es geschafft auszuweichen. Okay. Wir haben 7er Damage. Warum haben wir so viel Damage? Achso, auf Babylon noch, genau, stimmt. Ich werde weggedrängt. Okay, ich will eigentlich ganz gerne in den Zacki-Zacki-Raum da reingehen. Das wäre schon ganz... Was? Wovon wurde ich... Hä? Wovon wurde ich denn jetzt gerade noch getroffen? Das ist nicht cool. Den Dice-Chart würde ich gerne mitnehmen, um zu rerollen irgendwo. Mal die Deal-Chance erhöhen. Das heißt, wir brauchen noch... Okay, wir brauchen noch ein bisschen Münzen. Guppy-Item. Sehr geil. Uns wird nur noch ein Guppy-Item. Drei Münzen fehlen uns noch. Okay. Ich glaube, die machen wir von hier aus. Wenn wir ankommen. Ja, wir kommen an. Okay, komm. Münzen. Trinket. Das nehme ich gerne mit. So, bevor wir jetzt in den Devil Deal gehen, würde ich ganz gerne noch den Dice-Chart mitnehmen. Dice-Chart. Und
eigentlich auch ganz gerne noch unser Space-Item aufladen. Ein bisschen. Ich glaube, wir bekommen jetzt 2 Aufladungen noch hin, oder? Ja, komm, bekommen wir. Damit wir ein paar mehr blaue Herzchen bekommen, wisst ihr? Denn um Devil die mitzunehmen, brauche ich ja ein paar blaue Herzchen. Außer es kommt ein HP-Upgrade, das wäre natürlich auch ganz geil. Eimer einsetzen, schön. Ich wusste gar nicht, dass der Nagel Speeddown macht, wenn wir einen einsetzen. Aua. Aua. Hier die Bombe. Und das. Okay, da ist ein blaues Herzchen drin, sehr gut. Wir haben das blaue Herzchen wiederbekommen. Das wir gerade geopfert haben. Das heißt geopfert. Gerade verloren haben. Weg, okay. Schön. Mann, komm schon. Dein Ernte. Ah, so, okay. Noch 2 Räume. Wir gehen mal kurz hier oben gucken, was hier noch ist. Normaler Raum, okay. Machen wir ihn einfach mal. Kann ja nicht schaden, ne? Mein Sound ist immer noch so laut, ey. So. Ich denke, jetzt geht's. Okay, dann setzen wir den Nagel beim Deal ein. Beim Boss ein. Beim Deal. Beim Boss. Oh Gott. Was haben wir hier noch drin? Ja. Ein schöner Cricket wäre jetzt nice. Oh, schade. Okay, erstmal aufpassen. Erstmal die Maske mitnehmen, genau. Wir haben einen Damage-Punkt bekommen, okay. Ich setze mal die Nagel nochmal ein. Vorsichtshalber jetzt. Okay, wir haben... Habe ich Damage kassiert? Ich weiß es nicht. Oh, wie geil Dark Bum jetzt wäre. Hatten wir im Bossraum eine Batterie? Hatten wir da eine Batterie? Ich weiß es nicht. Ist hier vielleicht der Geheimraum? Nein, okay. Oh Gott, oh Gott. Okay. Nice. Okay, wir brauchen noch ein bisschen was an... 3 Räume bräuchten wir noch. Wir haben noch den Boss, der uns Dings gibt. Hier noch ein bisschen Geld vielleicht drin. Nein, aber Spinnen, toll. Der super Geheimraum. Ich denke, der ist irgendwo hinten beim Boss. Schätze ich jetzt einfach mal. Vielleicht sogar hier schon? Na? Nein, okay. Hier sind rote Herzchen, schön. So, den Dice Chart kaufen. Hier ist sogar eine Batterie, das ist okay, nehme ich mit. Nehme ich gerne mit. So, hatten wir hier die Möglichkeit. Ja, haben wir. Okay, schön. Ist aber nicht. Okay, dann lassen wir es. Okay, den haben wir. Okay. Kein Devil Deal, schade. Aber ich nehme das mit. Einmal das einsetzen, das mitnehmen. Es gibt uns nämlich noch ein blaues Herzchen und Tears ab. Das ist schön. Das ist sehr schön. So, hier ist der Boss unten auf jeden Fall. Oh, Tears ab. Ich liebe es. Schöne Fire Rate. Wir haben eine schöne Fire Rate. Aua. Damage kassiert. Schon wieder? Ach, die Blutspur. Okay. Was Trinket, womit wir über Blutspuren laufen könnten, wäre jetzt echt schön. Muss ich ja sagen. Was haben wir hier? Verb. Ach, das gibt uns die letzte Pille, die wir eingesetzt haben, wieder. Okay. Ist gut zu wissen. Also, die vor Verb eingesetzt wurde wahrscheinlich, aber wir hatten nur Verb eingesetzt bisher als Pille, deswegen haben wir es die ganze Zeit wiederbekommen. Okay. Oder gibt es uns vielleicht auch eine random Pille? Ich weiß es nicht. Also, irgendeine Pille gibt es uns. Eine Pille, die wir wahrscheinlich schon hatten, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwie so. Ja, hier ist der Boss. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Komm ich da bitte mal an? Danke. Okay. Nagel ist auch aufgeladen. Sehr gut. Oh Gott. Oh Gott, dass ich da nicht getroffen wurde, Alter. Scheiße, ich bin in die Spur gelatscht. Schon wieder. Doppelt in die Spur gelatscht. Strength. Okay, wir nehmen das mit. Dann haben wir ein HP-Upgrade, genau. Und wie mache ich das jetzt?
Ich mach das. So. Und so. Hätte ich mal Strengths mitgenommen, ne? Hätte ich mal Strengths mitgenommen. Hier sterbe ich jetzt? Aber wir sind Guppy, stimmt. Oh. Haben wir hier irgendwo Feuer? Bitte sterben einmal, danke. Dann kommen wir nämlich als Judas wieder. Können den Nagel nochmal einsetzen und haben drei Herzchen. Das ist okay. Und wir haben einen schönen Damage. Ich wollte auch nicht rerollen. Das wäre... Nee. Aber ich, wieso habe ich... Mensch. Das war doof. Das war doof, dass ich Strengths nicht mitgenommen habe. Wieso gehe ich hier lang? Ich hätte auch einfach gleich nach rechts gehen können. Obwohl, nein. Das ist schon gut, dass ich hier lang gegangen bin. Sprengen wir mal hier. Ich erwische natürlich nur das eine Feuer. Da ist ein blaues Herzchen. Nein, ich will das blaue Herzchen. Wir haben schön Damage. Nur das Leben ist halt nicht unbedingt auf unserer Seite, ne? Ah, und wir können fliegen, stimmt. Wir sind ja Guppy. Wir sind ja Guppy. Stimmt, 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 stimmt. Unser Zac Frizzle Dagger macht auch schön Damage. Wenn wir uns beeilen, könnten wir sogar noch zum Boss Rush kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Erwische ich hier beide, wenn ich hier so sprenge? Ja, tun wir. Das heißt, ich spreng doch mal hier. Mal hier oben. Haben leider nicht wirklich was bekommen. Welcher Ebene sind wir? Depths 2 schon. Oh, lol. Okay, gut, dann habe ich noch Zeit. Dann können wir nämlich noch kurz den Shop auschecken, der sich hier befindet. Sehr gut. Mit... Oh, ja. Oh, ja. Guckt euch diesen Fuck. Diesen Haarball an, ey. Das ist ein fetter Haarball. Und unser Sacrificial Dagger ist auch nochmal schön fett geworden. Deswegen wir nochmal... Ja. Schön, was haben wir? Ich setze hier mal den Dings ein. Oh Gott, so schön viel Damage. Wir haben keine Bombe, schade. Gut, was haben wir hier? Bomben. Ludovico? Nee. Ist aber jetzt nicht so der geile Stuff, ne? Das auch nicht. Wir machen... Ach komm. Attack Fly. Ich weiß gar nicht, wie viel Damage sie macht. Ich meine, sie ist jetzt nochmal fetter, dadurch, dass wir BFF haben. Und so können wir uns im Boss Rush ein bisschen... Oh, lol, wo kommst du denn her? Ein bisschen mehr Leben generieren. Wenn wir nicht so viel verlieren. Heißt das. Zack, Leben. Und wir machen gut Damage, also das ist okay. Boss Rush kriegen wir hin. Hallo Gemini. Nee, scheiße, wie heißt der? Wieso können wir alles kaputt machen? Warum? Aua. Warum? Was habe ich für Items, die mir das ermöglichen? Ich habe nichts, was mir das ermöglicht, oder? Hä? Hä? Oder gib mir... Itchy Tasty irgendwie einen anderen Effekt, anstatt Spinnen zu bekommen. Ich weiß es nicht, warum? Warum kann ich Sachen kaputt machen, also Steine, wenn ich rüberlaufe? Ich meine, ich find's gut. Aber warum? Ach, keine Ahnung. Hey! Du roter Kackhaufen. Einsetzen. Tschüss. Und tschüss, Monstro 2. Gleich mal, danke. Hier haben wir zwei Gerdys, okay. Beziehungsweise drei Gerdys, ein blaues Herzchen, sehr geil. Und wir bekommen schön viel Leben, Alter. Oh, schön. Herrlich, viel Leben. Und unser Haarball ist so fett. Ich habe das Gefühl, wir haben... Leo, beziehungsweise den Salzbehälter, der uns halt, HP abgibt und so. Aber den, wir haben den ja nicht, ne? Wo ist das denn? Ah, was ist das denn?
Creepshots. Ach, wir schießen manchmal eine Träne zusätzlich, wie es so aussieht. Okay. Nee, jetzt können wir nicht mehr über Steine laufen. Ach, das macht der Nagel. Stimmt. Der Nagel gibt uns den Effekt. Oh Mann, bin ich dumm. Okay. Der Nagel gibt uns den Effekt. Mann. Ach ja, da war ja was. Was Gute ist, dass wir jetzt in der Womp-Ebene immer den Weg wissen. Zum Boss. Oh, schön. Die Map war eine gute Investition. Eine sehr gute Investition. Hier oben lang. Hey, Trollbombe? Na? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir scheißen auf alles, was hier gedroppt wird. Wenn hier was gedroppt wird, dann ignorieren wir es. Ignorieren es! Zack, zack, zack. Supi. Wir haben halt schön Damage, ne? Wir kriegen hier nochmal mehr Damage. Okay, da oben ist ein Steinchen mit dem Kreuz, den öffne ich gleich. Beziehungsweise nehme ich gleich mit. Nehmen wir ein HP-Upgrade mit? Ja, wir sind ja dann immer noch Hure, ne? Genau, wir nehmen mal... Platziert damit. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Eine gute Sache. Der Boss ist unten. Moment. Können wir abkürzen? Ich mach das mal. Bekommen wir noch mehr Bomben? Schön. Und ein Item. Extra Pill Room. Ist okay. Retrovision will ich jetzt eigentlich nicht einsetzen. Okay. Was haben wir hier? Schade. Kein Geheimraum. Hatte Hieb vielleicht? Auch nicht. Mann. Das ist doof. Jetzt hätte ich abkürzen können vielleicht. Der ist wahrscheinlich hier oben, ne? Nicht? Okay, dann habe ich keine Ahnung. Dann nehme ich lieber Schaden einmal schnell. ich nehme den mit. Manchmal gibt er unseren Tränen den Bouncy Tears Effekt. Das ist ziemlich cool. Ja, es ist ziemlich cool. Denn ich mag Bouncy Tears. Bouncy Tears sind toll. Ich liebe dieses Item. Es ist so ein schönes Item. Bouncy Tears. Komm, bekomme ich nur sehr selten irgendwie. Leider. Ich würde es gerne öfter bekommen. Cricket? Nein, natürlich nicht. Mano, kein Cricket Set. Das ist schade. Cricket Set wäre schön. Okay, hallo Moms Herz. Na? Tschüss Moms Herz. Könnten Hasch machen, machen wir aber nicht. Okay, blaue Herzchen nehme ich gerne mit. Okay, wir sollten eigentlich easy Dings bekommen. Easy Satan packen. Das heißt, die Challenge ist geschafft wahrscheinlich. Okay, oben rechts dürfte er sein. Was haben wir hier? Komm. Ja, genau darauf habe ich gehofft. Das nehme ich mit. Bisschen Damage und Speed Up. Sehr cool. Ich mag Speed Up. Wir gehen hier lang, sonst machen wir einen extra Raum, der unnötig ist. Tschüss. Und wir gehen noch in den Zacki-Zacki-Raum. Und setzen Retrovision ein. Ist zwar unnötig, aber egal. So, Bombsaki. Explosive Diarrhea. Okay, wir schieben mal das blaue Herzchen. Hier zum Eingang. Nehmen jetzt Schaden. Okay, nehmen wir uns das blaue Herzchen und gehen raus. So haben wir keinen Damage bekommen. Also so gesehen, so haben wir kein Herzchen verloren halt. Ach man, geht weg. Ihr seid nervige Gegner, ey. Und Retrovision ist auch so nervig, aber ich wollte die Pille nicht mehr haben. Und ablegen wollte ich sie auch nicht, weil dann hätte ich mein Trinkets nochmal neu aufsammeln müssen und so. Genau das ist der Grund. Nicht, weil ich vergessen habe, dass man Pillen ablegen kann, nein. Tier ist ab! Oh, schön. Wir haben fast das Tiermaximum. Wir haben das Tiermaximum. Yeah! Nochmal schnell den Damage erhöhen. Hier eine Bombe legen. Und The Fallen weghauen. Und Satan weghauen. Und Satans Hufe weghauen. Und
Challenge gewinnen. Yeah. Sehr geil. Wir haben Dagas freigeschaltet. Schöne Sache, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.